Die Halbwüste des Südens. Sehenswert. Mit dem Ausblick auf Kofete. Wunderschönen Ort. Wir sind jetzt in der südlichen Wüste. Wir sind mal reingefahren. Obwohl es eine 4x4 Strecke ist, habe ich gesagt, okay, ich mute es den SUV mal zu. Ich bin gerade mal ab von der Strecke, weil wir sind leider einen Sandabhang heruntergerutscht, den wir nicht wieder hochkommen. Wir haben ein paar Badehandtücher dabei, die können wir drunter legen. Wir sind jetzt zur Küste gelaufen, damit wir überhaupt wieder Empfang haben. Haben hier an der Küste direkt sogar LTE, also das wäre ein Problem. Weil hier ist keiner, hier ist nirgends einer. Hier ist zwar unten, hier haben wir einen gesehen, 4x4, aber der ist ein paar Kilometer weiter weg, weitergefahren. Den kriegen wir nicht mehr. Wenn ihr den Abhang nicht hochkommt, muss ich hier gegenüber, da sind diese Windräder. Aber das ist auch nicht zu schaffen. Wir haben kein 4x4, das ist das Problem. Und diesmal hat mein Schatz recht gehabt, ich habe es übertrieben. Nördlich Kofete hat nur noch eine Zufahrt. Und diese eine Zufahrt. Und wir sind froh, dass wir da wieder rausgekommen sind. Wir haben fest gefahren, aber mit den Badehandtüchern haben wir ihn wieder ganz gut rausgeholt. Ich habe mich wieder umziehen können. Alle Klamotten sind jetzt etwas dreckig. Und das machen die nicht. Tief aufatmen. Ich habe mich gerade wieder umgezogen, meine weißen Klamotten, weil wir haben tatsächlich unsere Badtücher haben wir jetzt verhunzt, weil wir haben es nicht ganz geschafft und haben nachhelfen müssen. Wir sind wieder oben auf dem Berg, haben jetzt nur noch diese Buckelpiste roundabout 3 Kilometer und die schaffen wir noch. Die Reifen sehen gut aus. Ich habe leider wieder von einem ordentlichen Offsetzer drauf gekriegt, aber man sieht nichts, sieht man halt nur von unten. Es ist wirklich das verkehrte Auto für solche Touren. Aber mit dem anderen hätte man es gar nicht erst machen können. In dem Sinne also Entwarnung, wir haben es geschafft.